Hallo Nachbarn, heute sind wir beim Kebabhaus in der Günterstalstraße 1, gegenüber von der Lessing-Realschule. Darf ich Ihnen einige Fragen zu Ihrem Betrieb stellen? Gerne, können Sie kommen, ja? Gerne. Dann kommen Sie rein. Beschreiben Sie mir bitte Ihr Unternehmen. Ja, gerne, hier in unserem Laden. Wir bieten was vegetarisch, ganz viel. Auch wir haben Fleisch. Und bei uns läuft auch bei uns sehr viel Pizza. Das, was wir bieten auch, also zur Zeit. Also vegetarisch und Fleisch und Pizza. Gegrillte Gemüse, gebratene Gemüse. Wir haben ab und zu Mini mit Nudeln und so weiter. Das, was wir bieten hier. Die Geschichte Ihres Betriebs. Ja, unser Betrieb ist fast 20 Jahre hier in Freiburg. Wir haben sehr viele Stammkunden, über fast 15 Jahre. Wir sind hier ganz glücklich mit den Kunden und jahrelang wir haben diesen Betrieb auf. Ja. Wie kamen Sie selbst dazu? Also das ist wie ein Kebabhaus, ist ein Imbiss, schnell essen. Jetzt zur Zeit, die Leute haben nicht viel Zeit. Bei uns kannst du in 5 Minuten, 10 Minuten kriegst du 5, 6 Essen. Deswegen jetzt, wir sind schneller, schmeckt und frisch. Dieser Grund habe ich diese Idee gemacht. Das ist so ein Businessman machen, Geschäft. Deswegen Kurzzeit, frisch essen und trotzdem guter Preis auch. Das ist, warum wir sind drinnen jetzt in dieser Kellerung. Was war sprich in Corona-Zeiten? Oh, Corona-Zeit, das ist sehr gute Frage. Wir haben diese 2 Jahre richtig schwierige Zeit mit der Corona. Die Schule ist nicht da, Betrieb auch nicht da. Gott sei Dank, wir haben Stammkunden, die können telefonisch bestellen, schneller abholen. Aber trotzdem, der Umsatz ist mindestens 20%. So manchmal 10% ist richtig schwierige Zeit. Ja. Aber ich hoffe, wir schaffen das mit der Corona vorbei. Erzählen Sie etwas Nettes oder Komisches, was Sie hier erlebt haben. Ah, hier im Kebabhaus, wir haben offene Küche. Können wir selber bedienen, die Kunden reden mit den Kunden. Manchmal die Kunden zählen uns als privat so, weil wir unterhalten mit den Kunden sehr viel. Und das macht uns richtig viel Spaß und die Zeit geht auch schneller am Tag. Das ist die gute dieser Betrieb, wenn man macht so. Haben Sie Pläne für die Zukunft? Ja, wir haben Pläne. Wir möchten gerne noch einen Laden oder einen zweiten Laden noch aufmachen, weil Kebabhaus und Dönerladen auch gibt. Also jetzt ganz viele Deutsche, die machen gerne unsere Döner und schmeckt auch frisch. Deswegen jetzt wir planen für Zukunft vielleicht einen oder zweiten Laden noch aufmachen. Habe ich etwas Wichtiges vergessen zu sagen? Ja, will ich gerne sagen über diese Lebensmittel und Ihr Produkt ist sehr teuer geworden. Und auf diesem Grund, wir haben unsere Preise ein bisschen hoch gemacht, 50 Cent, 1 Euro manchmal, weil die Käse und die Fleisch, alles teuer geworden, 2022 in Deutschland, wissen alles, Inflation fast 5% oder 7%. Auch die Produkte, dieser Karton, Alufolie, alles teuer. Das ist die richtige Jahre nach der Corona. Wir haben schwierige Zeit mit der Ware. Vielen Dank für das Interview. Bitteschön, kein Problem. Wir sind für euch immer da.